Herzlich willkommen zur weiteren Fahrradkarte auf dem Marsch. Wir sind gerade bei und sammeln Ballen ein und jetzt laden wir hier aus. Ein paar Ballen sind noch, ja leider. Die müssen noch gemacht werden, damit wir näher später bei der BGH entsprechend schon voll machen können. Die Ernte steht noch nicht an, wird aber ja, ich denke mal heute oder morgen ingeben soweit sein, dass wir Weizen, Gerste, Raps ernten können. Erstmal ein Lager rein, damit wir das Geld kriegen, dass wir uns in die nötigen Portionen kaufen können und platzieren können. Ja, und dann sehen wir weiter, ne? Mais ist auch gut gewachsen. Oder sagen wir so, ich nehme das mal an, dass so ist, ne? Also laut. Aber wir können ja vorbeifahren, ich will es auch mal sehen. Also der Raps blüht schön. Eigentlich blüht Raps immer im Schnitt April, Anfang Mai. Und was hier im Süden, im Norden etwas später. Also eher Mai. Aber es ist eigentlich erntereif. Schnitt Juli, August. Der Raps jedenfalls. Und es wird aber noch mehr früher. Also Juli kann auch schon vorkommen. Meistens oft ist es dann notreif. Ist aber auch abhängig von der Region. Also je dichter am Norden, am Wasser, an der Ostsee ist es immer später. Und im Süden ist es im normalen Flachland relativ spät. Das ist halt so, es ist nichts zu sehen. Da ist was. Hat gekeimt. Ist gut. Gedüngt 66%. Ja, da müssen wir warten, bis es gewachsen ist. Können wir hier düngen. Es hat erst hier kein, ich dachte mir schon mal zu sehen, aber bestimmt mehr morgen früh. Aber düngen soll kein Problem sein. Wird schon irgendwie gehen. Ja, Autoreifkurse muss ich jetzt erst den im Autosave im Spielstand, also im Safe halt die Version nochmal ändern. 1.2, dann geht's hier auch. Ich habe mir dann gedacht, nur Läufer denken wir ja schon. Ja, ist an sich kein Problem, aber wie gesagt, man hätte es leichter gehabt, ne? Die anderen Fahrzeuge, die jetzt da oben stehen, von ja, die beiden, die mähen und die beiden, die Ballen pressen, bleiben da oben. Sind aktuell bei Feld 44, die fahre ich bei Gelegenheit zu Feld 36. Vielleicht mache ich auch noch BGH auch eine Werkstatt-Trigger, wo man die Fahrzeuge mal reparieren könnte. Das könnte nicht schaden. Aber ich denke mal, wird noch einmal so gehen. Denke ich mal. Wenn wir es merken, ne? So, mal gucken, wo wir jetzt noch sind. Ein bisschen verfranst hier. Aber alle Wege führen nach oben, sagt man so, ne? Da stehen die drei Maschinen, die vier Traktoren und zwei Ballenpressen und die mit Pöttinger Mähwerk dran. Auf Schwab gleich. Sparen wir uns einen Ausgang ein. Macht sie aber gut mit zwei Pressen, das geht ziemlich zügig. Der Käse hat Probleme gemacht, sieht man stehen. Deswegen habe ich den einen vom Düngerfall weggenommen und getauscht. Und dann lief das. Jetzt laden wir schon die Ballen auf. Mal sehen, wie viel wir noch kriegen, und dann müssen wir gleich mit dem Kaltfeuer los.
Aber Kalk machen wir erst, wenn die Ballen weg sind. Sonst haben wir und rennen wir ständig zum Traktor und wieder mal auf den Ballen aufgesetzt. Ne? Ja. Heute nehme ich viele Folgen auf. Das ist alles für nächste Woche und Wochenende. Zwei Folgen muss ich oder habe ich jetzt nachher, reden wir von der Zukunft, für Samstag gemacht, für Sonntag, die ersten beiden. Das habe ich letzte Woche nicht geschafft. Das gleiche wird auch mit der Touring-Karte so sein, dass man da noch vier Folgen nacharbeiten muss, also nachaufnehmen kann man sagen, damit ich bis Freitag voll habe. Mal normalerweise beginne ich dort immer am Samstag. Normalerweise. Ich überlege auch, ob ich da vielleicht das so mache, dass ich noch vier Folgen aufnehme. Ob ich das schaffe bis zur Ernte, muss ich mal schauen. Ob ich da ein bisschen mehr die Geschwindigkeit erhöhe. Dass ich im Livestream die Ernte dann zeigen könnte. Aber bin mir noch nicht ganz sicher. Weil das ist dann am Freitag nach der Spätschicht. Und dann müsste ich dann gleich wieder Folgen aufnehmen für Sonntag zwei Folgen. Und dann wird das schon heftig, weil ja die Marsch ist ja dann war für Sonntag fertig, stand heute noch nicht, aber dann müsste ich am Sonntag, dann müsste ich ja am einen Tag ziemlich viel machen. Das ist glaube ich zeitlich nicht zu schaffen, weil es auch entsprechend bearbeitet werden muss und hochgeladen. Und das dauert halt, ne? Und wie dem, das Netz ist mal nicht so ideal. Ne? Also es kann ja auch mal passieren, dass ich mal kein Netz habe. Das kann auch vorkommen. Also das ist es war selten geworden, dass Komplettausfall ist. Aber dass die Leistung mal nicht so 100% da ist, die ich brauche, das kann schon passieren. Und dann bin ich machtlos gegen. Das ist halt so. Am Sonntag und Wochenende machen die so fast hätten wir eh nichts. Ne? So, wir haben die Ballen gesammelt. Wir haben die Ballen. Wir brauchen jetzt einen Traktor für Kalk. Da brauchen wir überall einen Wagen, auch für Kalk. Oder wir werden ihn. Ja. Wir werden hier einfach so einen Punkt setzen zum Kaufen. Da oben haben wir frei, Plätze frei. Das können wir eh machen. Ober Dünger und so eher nicht. So, wir können hier aber hier stehen lassen. Erstmal. Wir müssen den Traktor sowieso mit zurücknehmen. Das heißt. Der kann Kalk fahren. Ja, der sieht so aus oder sah aus, wenn der unten schräg runter geht. Ja, möglich Kalk, das weiß ich auch. Ja. Dann fahren wir zurück. Und hol den Kalksteuer. Also die Spiegel funktionieren ja einmal frei, ne? Kann man ja nicht meckern. Ne? Und bei den Fahrzeugen allgemein kann man nicht sagen, also optisch oder grafisch passt es. Also den Ton kann man streiten. Aber keiner kann genau sagen, wer nicht verlangt ist, wie die Traktoren klingen. Das kann keiner sagen. Also ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß nur eins. Dass die Traktoren immer moderner werden und je neuer die Maschinen sind, umso, sagen wir, die klingen eher wie ein PKW bald, ne? Also, oder wie ein LKW. So, kommen wir auf den Hof. Und fort mit dir, Krähe. Jo. Nun weiß ich nicht genau. Noch heute ist Reihe. Trocken muss es werden für
für die Ernte. Ich könnte theoretisch morgen, könnte sein. Morgen reif wird. Also innen gehen. Ich rede immer von innen gehen Tag. Ne? Also immer. Morgen ist es Samstag. Das ist eine andere Geschichte. Wir sind durch hier. Wir sind aktuell zwei Folgen unser. Die nächsten Folgen sehe ich nicht. Also. Komme. Kaffee, bin da, kann kommen. Kein Kaffee fertig. Naja, gut. Kalksteuer, der war da hinten. In der letzten Halle, in der ersten Halle, die ich gebaut habe. Oh, das sieht immerhin klein aus, Faktor. Die andere hier. Aber ich habe nicht voll gemacht, Mensch. Naja. Da muss ich ein bisschen malen. Die Bodenstruktur, hier rechts muss noch was hin, da muss er bestimmt einen Saunenstall hin oder sowas. Das ist ja ganz gut hier. Aber ich muss noch mal Geld drucken, ne? Ich muss immer Silage verkaufen. Alles Kalkbahn gewesen. Vorbeigefahren. So. Ja, ein bisschen warten. Hafenüberladewagen? Ich glaube nicht. Garage, Heber zu bieten. Ja, wir haben das. Motoren haben wir. Ah, Anhänger haben wir genug. Die Ladewagen haben wir keinen. Leider. Aber wegen Kalk mache ich den Kopf. Dann werden wir einfach mal einen platzieren. 44. War einfach nicht so hin. Ja. Diverses. Mir alles täuscht. Gibt's ja mehrere Charakterstationen. Schweine vor der Rahmenstation. Wir haben sogar eine Waschstation. Dünger, Bifurt. Laterne, Kalk. Tja, können wir hier so hinstellen, ne? Aber drehen. Weil Kalk ist ein bisschen zu weit zu fahren. Überladewagen ist in dem Sinne auch Blödsinn. So. Das dauert zu lange. Oh. End. Wie ist denn? Ich meine gut. Es geht. Auf dem Feld muss er nicht schnell fahren, ne?
Das Heu ist auch eingelagert. Können wir eine Silage auch noch einlagern, die da noch steht. Und dann können wir dann gleich Stroh von 1 und von 15 und von 14 haben wir Raps. 1 ist auch Raps. Also 14 ist nicht. Die 2 und 12. Da kriegen wir viel Stroh aus. Muss ich mal schauen. Große Ballen machen oder so. Pellersfabrik, das muss große Ballen macht Sinn, ne? Oder die machen einfach Outdrive-Kurs oder ein Kursplay und dann rein da ins Lager. Das geht auch. Das ist sogar besser. Lass uns doch sammeln und reinfahren. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ich fahre jetzt noch fix zum Feld Nummer 44. Und mit alle kommen, machen wir weiter. Tschüss. Danke fürs Reinschauen.